Nach den tödlichen Schüssen in der Nähe einer schwulen Bar in Oslo trauern die Menschen in Norwegen um die Opfer. Das Motiv des mutmaßlichen Täters, der kurz nach Beginn seines Angriffs festgenommen wurde, war weiter unklar. Viele Menschen haben uns gefragt, wie es sicher sein kann, sich im Stadtzentrum aufzuhalten, wenn wir sagen, dass es eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf neue Ereignisse gibt. Es ist wichtig zu betonen, dass die Situation noch immer unklar ist. Gleichzeitig beobachten wir alles sehr genau und haben verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das Risiko und die Unsicherheit zu verringern. Der 42-jährige Norweger mit iranischen Wurzeln wurde als psychisch labiler Islamist beschrieben. Laut Polizei muss er sich wegen Mordes, Mordversuches und Terrorismus verantworten. Der Anschlag sorgte in ganz Norwegen und international für Entsetzen. Dabei wurden 2 Männer getötet, 21 weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter rasch festnehmen, seitdem verweigert er die Aussage.